Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei MechWarrior 5. Hier warte ich jetzt ein bisschen. Unpraktisch platziert. Schauen wir mal, wie das Game aussieht. Ja, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ein bisschen erholt jetzt schon am Samstag. Vielleicht ein bisschen Party gemacht. Wie es ja auch sein sollte. Wir machen jetzt weiter mit MechWarrior 5 bis um 12. Und ab 1 gibt es nochmal eine Runde Gothic Playable Teaser. Ich fand das jetzt doch schon relativ gut und relativ komplex. Dafür, dass es einfach nur ein Playable Teaser ist. Und sehr cool, wenn du mir dann deine Meinung vielleicht sagst, über das ganze Spielen heute Mittag, dass du mir sagst, wie du das findest, was du darüber denkst. Wenn ich jetzt gerne ein bisschen Informationen sammeln würde, was Leute darüber denken, das würde ich nie sagen. Okay. Gehen wir auf Fortsetzen und gucken dann, was bei rauskommt. Ein Hot Rod Muster. Hat ja schon was Majestätisches, wenn man so vor den Jungs steht hier. Ja, interessant, dass der linke Arm eigentlich völlig funktionsfrei ist. Naja. Also gut, mal gucken. Ich muss reparieren, ne? Details. Alles operieren ist alles gut. Mach doch schon mal. Unser Dicker. Checken wir ganz gut ein. Ja, sieht man doch gleich, wo die Gegner sich drauf konzentrieren. Auf den mittleren Torso. Und ich bin froh, dass wir hier überall dicke Panzerung eingebaut haben. Mussten. Warte mal kurz. Da und. Stream-Info-Aktualisierte. Rein theoretisch. Klappt interessanterweise auch nicht immer. Das ist ja schon ein drastischer Unterschied. Ja, mittlerer Torso, die Panzerung war ganz gut angeknackst. Anders hinzusetzen. Okay.
Das sieht doch so aus, als wenn er mit dieser Faust irgendwie zuschlagen könnte, hm? Irgendwie. Aber keine Zeit gebraucht. Diese Arbeitsauftragszeiten, die addieren sich, oder? Würde ich jetzt mal so vermuten. Wahrscheinlich pro Mac dauert es dann so lang. Das Nest entleeren. Die Denten. Klingt so nach einem bestimmten Land auf unserer Welt. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Und dann noch der hier. Okay. Alle gesund und munter. Ich bin leicht im Untergewicht. Was mich mal interessieren würde, werden diese Welten eigentlich prozedural generiert, auf die man jetzt kommt? Oder sind die jedes Mal, sind die jedes Mal definitiv gleich? Von der Anordnung. Also ich würde jetzt eher Letzteres vermuten. Destroying the Morgue's industrial infrastructure will destabilize the opposition's grip on this region. Something our benefactors are willing to spend a great deal of sea bills to see done. Okay. So, das war ein bisschen hier abholzen. Abholzungsunternehmen von Lexis. System.
acquired. Engaging shared target ID. Irgendjemand noch fragen zur Thematik. Right, I'm lost. Wo halten wir hier so? Da. We're on your six, Commando. Oh shoot, oh shoot. Daneben holzen. Enemy Mech Town. Im hohen Bogen fliegt er durch die Gegend. Muss ich hier echt mal, ich habe schon den linken Arm verloren, Alter. Und gerade nicht mehr fit. Oh, nichts hier raus. Du hast die Regel gleich zerlegt. Teurer Spaß. Pack it up, Commander, before more enemies arrive. Ja, I just keep getting better at this.
eine Million bei rausgeholt. Okay. Level 1 LSRC. Das war doch mal ganz gut. Das war zwar eine ganz gute Ausbeute. Aber bei dir war es ganz schön knapp, Junge. Bei allen. Bei dir auch. Er hat schon eigentlich zwei Arme verloren. Ja, dann müssen wir mal investieren. Sind hier keine Totalschäden, ne? Sieht gut aus. Alles halb so wild. Da fehlt ein wenig. Hier nur noch ein M-Laser. Das ist schade. Hier fehlt ein Laser. Ich muss nachher den M-Laser mitnehmen irgendwo. Schade. Der war schon Stufe 2. Du hast weit von frei. Ja. Keine Sprungdüsen. Okay. Weil du könntest jetzt mehr als genügend Munition mitnehmen. Na gut. Was hast du für eine Bewaffnung? Du hast einen Langstreckenraketen, 5er Werfer und einen Laser. Okay. Du hast auch eigentlich nur zwei Waffen. Oh. Reparieren. Lass mich mal gucken. Speichern. Neu. Okay. Also man kann frei speichern. Spähbericht. Shadowhawk hat hier oben die dicke Wumme auf der Schulter sitzen. Sehr häufig. Anspeck. 45 Tonnen als sehr häufig. Oh ja. Punkte.
ist leider nicht so viel. Die Bevölkerung von Bremen X steht kurz vor einem Aufstand gegen die lokale Regierung. Wir haben gelernt, dass der Zielort der Ort ist, an dem sie ihre Aufstandsverbündeten treffen. Reise dorthin und brenne es nieder. Erinnert diese Verräter daran, dass eine solch offene Untreue nicht toleriert werden kann. Tasked with the destruction of an industrial center marked at Nav Point Alpha. Be sure to watch your fire around any pipes or tanks, as the contents have the potential of being explosive. Tango down. Acquired. Target destroyed. Target destroyed. Oh, mal. Ihr rollt uns hier von hinten auf, oder was? Acquired. Engaging Lance Focus. Target. I got it! Ja, sag mal. Job up to you, Commander. Target acquired. They're operating at reduced efficiency. Keep on smashing. Target boom. Target mech destroyed. I'm
showing heavy damage to a number of the facility's structures. We appear to be about halfway there. That's it, Commander. You've completely destroyed this area. Great work. Best get to the evac point now, before more reinforcements arrive. Target. Hostile mech down. Moving to your six, Commander. Da brennen meine Arme schon wieder. Ich habe Training gemacht, die Arme brennen. Let's get out of here, Commander. Job well done. Rein und wieder raus quasi. Berufssoldat. Dein Ruf durch die innere Sphäre wächst. Mögliche Auftragnehmer fordern deine Dienste an und neue Beschäftigungsmöglichkeiten sind auf der Sternenkarte verfügbar geworden. Moin Moin Giselher. Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich. 712 Steine rausgekriegt. Das war jetzt ja mal gar nicht so schlecht. Dazu noch einen SDR-5K. Und brauche noch einen M-Laser. Optimalfall in Stufe 1 M-Laser. Ich bräuchte eigentlich 2 M-Laser. Vielleicht kann ich mal irgendwann hier den Mech verkaufen. Dammit. Ups. Ja, das denke ich notwendig. Hoppala. Okay. Ja.